Auf die ewige Jugend der Frau, die ich liebe. Ich bin seit 25 Jahren dort und ich wollte das. Auf die Liebe meines Lebens. Ach, egal, hören wir auf damit. Hol bitte den Kuchen. Haben Sie Hitzeballon? Nein, gar nicht. Sie haben ein wenig zugenommen? Nein. Dann haben Sie wohl nicht die typischen Symptome der Wechseljahre. Nein. Ist ja auch egal. Ich sag dir, es gibt keinen Liebhaber. Hör auf damit. Und eine Frage bedeutet, dass man sich nicht sicher ist. Mich interessiert dieser Kerl kein Stück. Okay, anders. Liebst du mich noch? Wir sind seit 30 Jahren zusammen. Wir schweben sicher nicht mehr auf Wolke 7. Das was nicht, dann? Aber... Was sind wir füreinander? Wir sind ein Paar. Ich trenne mich. Wie? Ich liebe dich. Also gehe ich. Sie soll mich vermissen. Angst habe ich zu verlieren. Das ist riskant. Ich weiß. Schreib einen Artikel darüber. Single mit 50. Neuanfang oder Abstellgleis. Jetzt ist es Zeit, Spaß zu haben. Gefällt er dir, behältst du ihn? Wenn nicht, dann weg mit ihm. Ficken, 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 ficken. Ich hab eine Blockade. Du glaubst, er amüsiert sich? Allah, der attraktive Pianist. Kein Bauchansatz und noch volles Haar. Hm. Ersten Band. Bist du nur zum Essen gekommen? Ja. Maman, nimm dein Leben endlich selbst in die Hand. Es ist vollkommen egal, dass die Tante erst 35 ist. Sie ist 35? Bist du auf Lautsprecher? Nein. Die erste Verabredung immer bei ihr. Du machst sie klar und gehst nach Hause. Das ist doch nicht dein Ernst. Thierry, du kannst mich so hier nicht zurücklassen. Thierry! Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden.